Hallo, das Fairway Holz ist am Anfang eine Herausforderung. So ein Tipp für dich, damit du besser triffst, ist folgendes. Du musst gucken, dass da, wo du den Schläger aufsetzt, dass du auch da den Boden triffst. So, die Übung sieht so aus. Dreh dich um deine Wirbelsäule. Hier ist meine Wirbelsäule, meine Schulter drehe ich so. Die Arme sind eine Verlängerung der Schulter. Und was ich jetzt versuche, ich versuche beim Abschwingen und Zurückschwingen die gleiche Stelle zu bewegen. So hier treffe ich Zentimeter genau diese Stelle auf der Matte. Und so lerne ich, mich zu drehen um meine Wirbelsäule, ohne mich aufzurichten zu sehr oder zu sehr zur Seite zu bewegen. Jetzt weiß ich, wie weit weg ich von da stehen sollte und ich weiß, wie ich mich bewegen muss, um den Ball gut zu treffen. So, diese Übung in beide Richtungen die Matte treffen und dann mit dem gleichen Gefühl Spaß mit diesem schönen Schläger haben.